Hallo! Wir sind auf dem Nürburgring und heute geht's richtig ab. Ich glaube, so 16 Stunden bin ich schon hier. Es ist schon wirklich geil, sehr viele neue Leute kennengelernt, alle sehr, sehr korrekt zu mir. Und wir fahren jetzt auf der Grand Prix-Strecke mit der Jock. Die wird auf jeden Fall geknechtet heute. Ich nehme euch mit. Heute können wir nicht während der Fahrt sprechen, weil es ist verboten, die Kameras am Helm zu tragen. Du musst sie hier am Motorrad haben oder am Roller und dann halt hier richtig sichern. Also das hat alles eine Abnahme. Genauso wie meine Karre, die ist auch durch die Abnahme gekommen. Wir legen gleich los und dann schauen wir mal, was wird. Zieh den runter. Vorher, nachher. Ich komme nicht dran. Oh yeah. Weiter noch? Ja, so noch ein bisschen. Alter! Ja, ich das so raus? Ich mach das! Ich mach das aber aus! Wollen wir mal so mitnehmen? Ist das überhaupt noch zu? Ja. Wie war die erste Runde? Ja, ganz gut. Also ich fahre eigentlich nur Vollgas. Ne? Das ist halt, gerade der RT, ich glaube, der muss heute richtig leiden. Also ich fahre, das ist ja so, du fährst die Startgerade runter, fährst ein paar Kurven, dann geht's berg runter und dann geht's ein langes Stück berg hoch wieder. Eigentlich nur noch berg, einmal kurz nochmal berg runter, aber du fährst eigentlich die ganze Zeit Vollgas. Also ich muss auch fast gar nicht bremsen, ich kann Vollgas durch die Kurven fahren fast. Außer hier am Anfang, bei den ersten paar Kurven. Ja, ist halt einfach viel zu klein, die Karre. Die ist halt nicht dafür ausgelegt. Hat ne? Aber Spaß gemacht. Ja. Ist gut. Mir wird geschrien, oh, Alter. Oh, Autogramm von Harry! Darfst du nicht zeigen, es wird das Video rot. Das
Softball. Schön, zieh mal höher, Junge. Schöne Mann. Ja, dann lass mal gerade die Reifenwärmer wieder drauf machen. So, Reifenwärmer brechen wir drauf. Weil der Strom ist inklusive. All inclusive. Ich weiß gar nicht, wie viel Watt haben die? Kannst du nirgendwo anpacken, die Scheißkarone. Aber hey, guck mal, erste Fahrt ist nichts auseinandergeflogen. Aber ich hab mir ein bisschen Sorgen gemacht. Ich bin mal losgegangen und ich hab das gefunden. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das von diesem Fahrzeug ist. So, wir haben gerade Kerze nachgeguckt. Läuft ein bisschen zu fett, meintest du, oder? Minimal. Ganz bisschen zu fett. Aber also läuft eigentlich gut. Ich fahre halt fast nur Vollgas. Ne? Wassertemperatur war bei 42 Grad ungefähr. Das ist schon okay. Also. Super. Läuft der Mofa nicht? Der Mofa lief noch. Déjà-vu, ja, aber ich frage mich warum. Hä, ist wieder was im Arsch? Keine Riemen. Der lief hammergeil. Ich hab gerade eben das Ding nachgeklopft. Ich hab dich gesucht. Warum bist du eine Runde gefahren? Eine Eifahrrunde und dann die nächste wollte ich Vollgas geben. Bin an dir vorbeigefahren, ganz schön ordentlich. Wie war's denn bei dir? Ganz gut eigentlich. Du fährst auch, ja? Ich hab von dem Kurzhub das Ding verloren. Und dann konnte ich nicht mehr Vollgas geben. Hier. Nee, diese Kappe obendrauf, dieses durchsichtige. Ich bin so gefahren, die eigentlich die ganze Zeit. Und da kannst du nicht Vollgas geben. Ach, ich fahr wieder aus. Ja, einfach Mutter und Schraube. Unterlegscheibe meine ich. Aber sonst geil. Zeig mal die Neuheit in dem Roller. Die Neuheit? Ja. Die Weltneuheit. Ja, der PWN 40. Sieht man von der Seite am besten. Aber hier, alles geht gerade voll dreckig nach dem Einsatz hier. Achtung, jetzt. Da ist er, der Verjaser. Guck mal, hängt schon hier. Oh. Aber fuck. Oh. Was ist das? Wochenende vorbei? Nee, nee, aber es kommt darauf an, ob er irgendwas beschädigt hat. Aber ich glaube nicht. Das Ding einfach, richtige Materialschlacht. Ja, ich mag aber gucken, ob ich. Ich bin auch dabei. Kannst du heute noch einen Wetterbericht hier auf dem Klo machen? Nee, abends war ich nur morgens. Doch, aber heute so ein Special in Nürburgring. Morgen sind hier aus dem Scheißhaus. Nein, mach ich morgen hier, morgen früh. Und dann filme ich das, wie man nur deine Stimme hört mit der geschlossenen Kabine. Aus dem Dixie. Du musst das aus dem Dixie machen. Boah, radikal. Oh mein Gott. Nee, eine richtige Unterschrift. Ja, aber da steht auch Spemmel dann drauf. Spemmel ist deine Unterschrift? Nein. Guck mal, mach schon schön, oder? Guck schon. Nur an. Und auf der anderen Seite musst du. Oh mein Gott, das hat deine Viertklässler geschrieben. Ja, extra. Das macht der doch extra. Ich mach das extra so. Ja, klar. Doch, mach den. Ja. Ja, klar. Ja. Das ist jetzt angepimmelt. Wir haben einen Kanaken bei uns auf der Baustelle. Der sollte irgendwas schreiben. Da sagt der Chef. Wenn ich lesen und schreiben könnte, ich würde bei Bank arbeiten. Hallo. Jetzt lecke. Das ist ein Markenzeichen. Mann, ey. Warum muss ich das immer machen? Ja, nein. Ihr seid so Wichser, ey. Du bist ein Schuld. Oh Gott. Nein, jetzt hau ab mit deinem blödes Arschloch! Das hier ist das Mofa von Julien und der ist ja von Nibi. Der hat viel zu wenig Schnibi-Aufkleber da drauf. Fang an! Weiter Aufruf für den SPK Open zum ersten Rennen. Bitte zum Vorschlagwort. Ich wiederhole, weiter Aufruf für den SPK Open zum ersten Rennen. Bitte zum Vorschlagwort. Thank you.
was dabei sein. Was ist das denn? Was ist das denn? Was heißt hier, Matt? Das ist Kupplung hier, guck mal. Kupplung? Nee, guck mal, hier, pass auf jetzt, guck jetzt mal. Hier, der Ab, guck mal. Was das haben wir auf Kamera jetzt. Hier und hier vorne, da. Guck mal da. Und dann, Bechi, überleg mal, du hast die Beläge am Start, die weggeheizt und bist mit Metall auf Metall das Rennen noch gebracht. Scheiß auf die Kupplung. Nee, alles gut. Ja. Junge, Junge, also, Junge. Froh sein, dass einmal alles neu. Ist, ja? Die alle heile sind. Einmal alles neu und dann geht das wieder. Aber ist das deine oder deine? Franz, deine. Das ist schon brutal, ja. Also hier hat man richtig ein bisschen Verschleiß. Jetzt mal gucken hier, ein bisschen Verschleiß, hier ist abgereift. Alter. Ja. Komplett gefickt. Nein, also muss ja sagen, hat die auch komplett bezahlt, hätte die es auch komplett benutzt. Ja. Ja, auf jeden Fall. Der Julian hat's geschafft. Ich hab's aber auch geschafft. Karre hält. Und Premiere. Ich hab mein Kombi geschliffen. Das allererste Mal habe ich geschliffen und dann auf dem Roller. Geil, ja? So, jetzt kommen wir zu den Pokalplätzen. Der Björn Wehr ist da noch hier. So, schon deutlich weniger Punkte. 2610. So, dann kommen wir zu Platz 2. Niklas Duppert noch da. So, und dann haben wir den, in Anführungszeichen, Sieger der Klasse 1 mit 1330 Punkten. Die Startnummer 888. Giorgio? Ist der noch da? Nein. Schade, schade, sehr schade. Super, okay. Trotzdem Applaus für den. Den Andreas Lukas. Mit 675 Punkten. Und dann haben wir, das macht mir besondere Freude, weil der Heiko mich gerade noch mal darauf hingewiesen hat, dass die Zeitnahme ihn darauf hingewiesen hat, dass das irgendwie ein absoluter Rekord ist. Das ist ein Hammer. Mit 69 Punkten. Und das ist mein Sohn, Fabian. Du bist es reich.